Die AfD-Fraktion hat in den Haushaltsberatungen mit ihren eigenen Änderungsanträgen gezeigt, wie man sehr gut einen Haushalt vorlegen kann, der die Schuldenbremse einhält. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, genau dies zu tun, die verfassungsrechtliche Schuldenbremse nicht zu umgehen, sondern einzuhalten. Und die dafür notwendigen Einsparungspotenziale haben wir klar benannt. Dazu Näheres unser Abgeordneter Peter Böhringer, der zugleich Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ist. Bitte, Peter. Danke, Bernd Baumann. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, vielleicht zunächst zu den Zahlen und Fakten. 500 Milliarden umfasst dieser Bundeshaushalt 21. Vorläufig möchte ich fast sagen, denn wer weiß, was 2021 noch an Nachträgen kommt. Das prognostiziere ich aber hier nicht. 180 Milliarden Euro Schulden, dazu komme ich gleich noch. Formal ist es ein Haushaltsgesetz, was in dieser Woche zur Endberatung vorliegt, mit 3200 Seiten Umfang, mit allem Zahlenwerk. Wir hatten fast 60 Stunden Ausschussberatung mit über 1900 Änderungsanträgen. Das, was Sie also heute noch sehen im Plenum oder diese Woche, ist nur noch sozusagen, sind die letzten Anträge. Allerdings die, die den Fraktionen natürlich recht wichtig sind, allen Parteien. Über 700 haben wir in der fast 18-stündigen Bereinigungssitzung noch abgestimmt. Es hat sich dann doch gezeigt, auch wieder mal, dass man in den Ausschüssen ordentlich miteinander arbeiten kann, zumindest im Haushaltsausschuss, denn sonst hätte das überhaupt nicht klappen können. Angeblich sind die 400 Milliarden Neuverschuldung komplett Corona-bedingt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Das stimmt nämlich auch nicht ganz. Normalerweise mache ich keine Prozesskritik an dieser Stelle, weil wir da ja schon einiges gewohnt sind. Aber in diesem Jahr war es wirklich so, dass 85 Milliarden Euro Neuverschuldung, also on top dessen, was bereits bekannt war zur Bereinigungssitzung, um 4 Uhr morgens, eine halbe Stunde vor Abstimmung kam. Das ist also fast 20% des Gesamthaushalts kam um 4 Uhr morgens rein. Und das ist also wirklich nicht mehr in Ordnung. Es ist auch sehr intransparent gelaufen. Auch ein sehr wichtiger Antrag, globale Mehrausgaben, kam auch erst um 4 Uhr nachts. Das war eine Aufstockung um 20 Milliarden auf 35. Also kann man natürlich auch einen monatelangen Haushaltsberatungsprozess ein bisschen ad absurdum führen, wenn man im letzten Moment die allerwichtigsten Anträge bringt. Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit Corona hieß dieser eine Antrag, den ich gerade angedeutet habe. Das ist auch haushalterisch sehr intransparent. Im Zusammenhang mit Corona kann alles und nichts bedeuten. Und das sind 35 Milliarden, alleine nur dieser eine Titel. Das muss man sich vorstellen. Und der Haushalt ist voller Intransparenzen an dieser Stelle. Ja, wir haben inhaltlich und realwirtschaftlich leider noch gar nichts gesehen. 2021 wird das Land das Jahr der massiven Folgen des Lockdowns. Ich prognostiziere wirklich Zehntausende von Insolvenzen und eine massenhafte Kurzarbeit, die allmählich in massenhafte millionenfache Arbeitslosigkeit münden wird. Normalerweise mache ich keine solchen Crash-Prognosen, denn als Publizist werde ich seit 20 Jahren danach gefragt. Aber es ist absehbar, wenn dieser Lockdown anhält, und er wird ja offensichtlich anhalten, man verschärft ihn ja derzeit sogar noch, dann ist das fast unumgänglich. Das heißt, wir reden jetzt vor allem über die haushalterischen Folgen heute, und die hängen aber wiederum sehr stark davon ab, von der Schicksalsfrage von Millionen für Millionen von Betroffenen in Deutschland, wie lange dauert dieser Lockdown noch? Und wir haben praktisch alle Minister, die so aufgelaufen sind, also praktisch alle gefragt, wie lange geht's denn noch aus Ihrer Sicht? Zumindest alle, die irgendeine Ahnung haben könnten. Und wir haben Antworten bekommen von Dezember, Januar, Februar, März, Juni, könnte aber auch 2022 werden. Ja, also das ist, im Prinzip ist die Grundprämisse auf Basis der Haushalt 21 aufgestellt ist, unklar. Und das geht einfach nicht. Es ist uns also nicht gelungen, trotz x-fachen Nachfragens, auch beim Minister Scholz selbst, diese Grundprämisse, wie lange habt ihr denn geplant? Es muss ja nicht stimmen, diese Annahme, aber zumindest mal die Annahme, wie lange wollt ihr denn die Lockdown-Maßnahmen in der jetzigen Form und auch die finanziellen Kompensationen in der jetzigen Form aufrechterhalten, wurde nicht beantwortet. Und das ist zentral. Es gibt ja sogar einen erkennbaren Differenz zwischen Kanzlerin und Finanzminister an dieser Stelle. Fast zeitgleich haben die beiden gesagt, die Kanzlerin, wir können die Zahlungen von November, Dezember 20 nicht ab Januar einfach so fortführen. Das ist die eine Aussage. Keine 24 Stunden später hat Olaf Scholz gesagt, doch, wir können das. Wir haben gut gewirtschaftet, was ohnehin ein absurder Satz ist. Der Staat wirtschaftet nicht, er verteilt Steuergelder, ihre Steuergelder. Wir haben gut gewirtschaftet und deshalb können wir uns das leisten. Das hat er fast wörtlich so gesagt. Und er redet von Hunderten von Milliarden extra. Ja, das ist wirklich der Punkt. Die Schuldenfinanzierung der Corona-Haushalte 2020 und 2021, wie sie jetzt vorliegen, das ist
400 Milliarden für die beiden Haushalte zusammen, bezogen auf 1.000 Milliarden Doppelhaushaltsvolumen in diesen beiden Jahren. Und das muss noch nicht mal alles sein, wie gesagt. Das ist Wahnsinn. Das sind 40% Fremdfinanzierungsquote im Haushalt, noch nie da gewesen, mit Abstand noch nie da gewesen. Das ist 5-mal höher als alles, was wir jemals gesehen haben, zumindest absolut. Und auch relativ ist es nach meiner Rechnung, müsste ich noch mal prüfen, sicher doppelt so hoch. Also wir sprengen Maastricht in diesen beiden Jahren um 100%. Das Maastricht-Kriterium wäre maximal Neuverschuldung. Das sind einfach die Dinge, die man nicht wegdiskutieren kann. Und es wird alles nur mit einem einzigen Argument begründet, obwohl das nicht stimmt: Corona. Es gibt keinerlei Einsparungsversuche, auch nur Versuche in diesem Haushalt, nichts. Offensichtlich ist auch der Druck nicht da. Das stimmt sogar, denn wenn man 400 Milliarden Schulden aufnimmt, also über die zwei Haushalte zusammen jetzt, 2020 und 2021, das ist ja alles erst seit August beschlossen worden. Wir reden von einem Zeitraum von 5 Monaten, in denen diese 400 Milliarden beschlossen wurden. Dann ist klar, dass da natürlich Spielräume schafft. Und es sind wirklich viele Spielräume da, unerklärt. Und ich betone unerklärt, bis auf wenige Reste hat Olaf Scholz nach meiner persönlichen Rechnung etwa 150 Milliarden Euro gebunkert, die nicht klar zugeteilt sind in irgendeiner Form. Das kann ich nicht beweisen, aber man kann es doch relativ klar hochrechnen. Und insbesondere dann, wenn die Kanzlerin recht bekommt und die finanziellen Maßnahmen und Kompensationsmaßnahmen eben nicht so weitergehen in 2021, wie sie im Moment laufen. Wir reden von derzeit 15 bis 20 Milliarden pro Monat, was diese Unterstützungsleistungen kosten. Da kann man jetzt sagen, das ist in Ordnung. Es geht um kleine und mittelständische Unternehmen, es geht um Selbstständigenhilfen, die ja nichts dafür können, dass hier der Lockdown ist. Es geht um Gastronomie und Hotels, die erst recht nichts dafür kommen, dass ihr kompletter dafür können, dass ihr kompletter Umsatz brach liegt. Okay, man kann den Punkt machen, aber auf Dauer ist es unmöglich, Wertschöpfung dieser ganzen Branchen, Billionen pro Jahr, das deutsche BIP umfasst 3,5 Billionen, auch nur ansatzweise durch Steuergeld zu ersetzen. Ich habe das schon im März im Bundestag gesagt und genauso kommt das jetzt auch. Es ist auf Dauer nicht möglich, trotzdem wird es versucht. Genau das wird jetzt versucht, diese Kompensation mit Steuergeld. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Aber, und das ist das große Aber, wenn man 150 Milliarden bunkert, extra, unerklärt, dann kann man das eventuell noch 8-9 Monate weitermachen und dann ist man bei der Bundestagswahl. Und das scheint hier wirklich der Plan zu sein von Olaf Scholz. Deshalb wird auch nicht, muss im Moment auch noch nicht mal gespart werden. Man könnte an vielen Stellen auch noch sparen. Man könnte auch die Asylrücklage irgendwann noch einsetzen von immerhin fast 50 Milliarden, die wiederum nicht eingesetzt wurde gegen unseren Protest. Und dann gibt's halt die echten systemrelevanten, wie die Deutsche Bahn, die Deutsche Lufthansa, x regionale und große Flughäfen. Das ist wird natürlich auch alles vom Steuerzahler zu stemmen sein. Und diese Dinge sind auch nicht im Haushalt abgebildet, weil das wird über die KfW, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Form von sogenannten Krediten abgebildet. Milliardenkredite, die KfW hat, diesen Speck aus Jahrzehnten ihrer Existenz. Sie bekommt trotzdem noch eine extrem hohe Eigenkapitalzulage des Staates, prophylaktisch, weil klar ist, die müssen riesige Unternehmen retten. Und das geschieht über die Form von Krediten. Es ist absolut sicher, dass die Lufthansa niemals diese Kredite wird zurückzahlen können. Das heißt, aus diesen Krediten werden nach bewährter EU-Manier später Geschenke und beziehungsweise haushaltswirksame Steuerzahlungen. Das ist dann genau das Gleiche wie das, was bei den EU-Rettungen, egal ob es Garantien oder Kredite sind, auch eines Tages passieren wird. Abschreibung dieser Gelder. Und das ist alles im Haushalt noch nicht mal drin. An der Stelle ist also wieder mal unvollständig der Haushalt. Ja, meine Prognose ist, dass es unter Umständen gelingen kann, bis zum Wahltag zu kommen, wenn man wirklich dieses Geld komplett einsetzt. Olaf Scholz wird dann, es ist ja klar, dass er nicht mehr im Kabinett sitzen wird, danach zumindest nicht mehr als Finanzminister. Es ist also sein letzter Haushalt und er wird alles einsetzen, um da noch hinzukommen. Danach ist er nicht mehr verantwortlich für die riesigen Löcher, die da stehen werden. Die AfD hätte natürlich auch an den Dingen gekürzt, wenn wir in der Regierung wären, an denen wir schon seit Jahren kürzen wollen, die Asylrücklage auflösen, den Energie- und Klimafonds, der also mit CO2-Klimathemen zu tun hat, einsparen und auflösen. Wir würden allerdings, ich glaube, da kommt der Kollege gleich noch drauf, gegen den natürlichen Klimawandel durchaus einige Gelder einsetzen. Wir würden auch bei den Immigrationskosten sparen. Das sind alles Dinge, die Sie kennen. Wir würden uns der großen Transformation der EU in den Weg stellen. Wir würden keine Mondmomente der EU zulassen.
Und ja, auf der gesundheitlichen Seite, da ist jetzt nicht die Pressekonferenz dazu, aber es ist nun mal so, dass die haushalterische Notlage, von der Bernd Baumann eben schon sprach, die Ausnahmesituation, die Olaf Scholz überhaupt nur ermöglicht, 180 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen, wo er eigentlich nur 33 Milliarden aufnehmen dürfte. Also er sprengt das um 164 Milliarden, diese verfassungsrechtliche Schuldenbremse, die eigentlich hart ist, mit einem Ausnahmetrick, den er schon zum dritten Mal zieht jetzt. Und das ist natürlich nur möglich, weil wir auch eine gesundheitliche Notsituation haben. Okay, das ist ja nicht zu übersehen, das wissen wir alle. Vielleicht können wir da in der Fragerunde auch noch drauf eingehen, wenn Sie da Wert drauf legen, auch wenn ich jetzt Haushälter bin. Aber es ist schon so, dass wir keinen Beleg der Regierung haben, immer noch nicht, dass Lockdown-Maßnahmen wirklich die Zahlen runterbringen. Es ist nicht belegt, auch wenn das immer wieder behauptet wird, dass die Lockdown-Maßnahmen greifen, dass die sogenannte exponentielle Anstieg gebremst wurde durch die Lockdown-Maßnahmen. Gerade ein extremer Fall ist Bayern und Herr Söder. Bayern hatte letzte Woche 474 angebliche Corona-Tote. Das sind nicht alles Corona-Tote, also noch nicht mal die Hälfte ist wirklich kausal nur an Corona daran gestorben. Damit hat Bayern über 20% Anteil am deutschen Sterberate hier bei einem Bevölkerungsanteil von nur 16%. Das heißt, gerade der sich so zugute hält, ich bin der Corona-Sheriff, ich mache alles richtig, hat den schlechtesten Track-Record überhaupt der Bundesländer. Und es ist überhaupt nicht anzusehen, warum Bayern hier Vorbild sein sollte für den Rest der Republik. Die Regierung ist in der Beweispflicht, dass diese Lockdowns irgendetwas helfen. Sie hat das weder im März erbracht. Die Zahlen, speziell die Reproduktionsrate, ist bereits Tage vor dem ersten Lockdown im März runtergegangen. Und das ist diesmal wieder erkennbar gewesen. Wir erleben einfach nur eine saisonale Entwicklung, die immer wieder da ist. Das ist bei Grippen und bei Corona so. Wir sind, und das ist die, ich sag mal, halbwegs gute Nachricht, bereits mitten in dieser Saison. Das heißt, die Intensivstationen, die derzeit tatsächlich hart am Anschlag sind, zumindest einige, allerdings nicht wegen Corona, sondern aus ganz anderen Gründen, werden wohl jetzt nicht noch weiter belastet. Zumindest nicht mit Corona. Wir sind auf einem Punkt, an dem die Grippesaison und die Corona-Saison bereits laufen. Das heißt, jetzt werden auch die ersten wieder entlassen aus der Intensivstation. Es gibt ja eine Durchlaufzeit durch Intensivstationen für jeden Patienten von etwa 10 bis 15 Tagen. Und das ist jetzt fast erreicht. Und damit kommen jetzt derzeit nicht mehr Leute rein, als wieder rausgehen. Und das ist die gute Nachricht. Trotzdem sieht auch die AfD seit März übrigens nicht die Probleme des Intensivgesundheitsmedizinsystems. Wir haben schon im März alle Ansprüche des Bundesgesundheitsministers zugestimmt. Wir haben also allen Milliardenzahlungen und Titeln zugestimmt, schon im 20er Haushalt, jetzt im 21er Haushalt wieder, die in Richtung Aufrüstung der Gesundheitsämter, der Krankenhäuser, speziell der Intensivstationen eingesetzt werden sollen. Das ist zwar auch nicht alles sauber, aber wir haben dem zugestimmt. Ich erinnere auch noch dran, und damit schließe ich dann langsam, dass es auch eine Menge gesundheitliche Kollateralschäden des Lockdowns gibt. Also diese sogenannte ethische Debatte, Geld gegen Leben abwägen, ist einfach nicht so. Man sollte eigentlich Leben gegen Leben abwägen. Die angeblichen Corona-Toten muss man abwägen gegen die Toten, die ein Gesundheitssystem in einem demnächst verarmten und überschuldeten Land hervorbringen wird. Unnötige Schwerkranke und Tote. Wir haben natürlich auch einen Verlust an Lebensqualität, der schwer zu messen ist, der aber Suizide nach sich ziehen wird. Existenzängste werden sehr berechtigt sein für viele, viele Tausende von Menschen im nächsten Jahr. Auch das wird Suizide bringen. Die International Labour Organization hat 300 Millionen Arbeitslose weltweit wegen Corona bereits jetzt gesagt. Natürlich hat das Folgen. Und dann, ganz wichtig, die unterlassenen Vorsorgeuntersuchungen im Herz-Kreislauf, Krebsbereich. Auch das gibt mehr und unnötige Tote. Die muss man alle gegenrechnen gegen die angeblichen Corona-Toten. Und dann sieht die Rechnung völlig anders aus. Und von den weltweiten Hungertoten habe ich noch überhaupt nicht gesprochen. Nur die zählt leider niemand. Das ist nämlich wegen dem Lockdown und den durchbrochenen Lieferketten ein Riesenproblem, vor allem in Entwicklungsländern und in Afrika und so weiter. Vielleicht belassen wir es dabei. Zwei Absurditäten möchte ich noch nennen. Die FDP hat es geschafft, weitgehend die Neuverschuldung anzuerkennen. Im Gegensatz zu uns. Wir tun das also nur im Rahmen der verfassungsrechtlichen klassischen Grenze. Die FDP hat mindestens die Hälfte, eher 100 Milliarden der 180 Milliarden Euro Neuverschuldung mitgetragen. Trotzdem schlägt sie Steuersenkungen vor. Das kann man ja machen. Wir sind nicht gegen diese Steuersenkungen. Aber es ist eigentlich irgendwo absurd, Schulden finanziert Steuern zu senken. Und genau das hat die FDP tatsächlich hier geschafft. Das steht sogar irgendwie dazu. Ersetze Steueraufkommen durch Schulden, ist das neue FDP-Programm. Also wir konnten zumindest den Soli, was wir schon seit 3 Jahren wollen, aber auch die Stromsteuer fast auf Null setzen. Und
Das geht immer noch im Rahmen der verfassungsrechtlichen Schuldengrenze. Ja, wir haben übrigens auch eine Kürzung des Bundestagsbudgets an dem Thema Fraktionsleistungen verlangt. Das erst in letzter Sekunde, weil wir gesehen haben, dass 180 Milliarden Schulden reinkommen. Und dann soll auch wenigstens ein symbolischer Beitrag der Fraktionen und Parteien stattfinden, um dieses Defizit etwas zu verringern. Aber auch dem haben die anderen Fraktionen nicht stattgegeben. Vielleicht mal soweit. Erstmal danke. Gut. Ja, Bundeshaushalt, Haushaltswoche. Gibt es Fragen dazu? Bitte, Herr Steffen. Sie sprachen ja jetzt die Corona-Sterblichkeit auch an, dass die als Begründung herangeführt wird für eben die Haushaltsveränderung. Haben Sie sich mal bewusst gemacht, dass die Übersterblichkeit tatsächlich im Vergleich zu 2018 ja so aussieht, wie Sie es schildern, aber im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt 2016 bis 2020 schon ganz anders? Das liegt daran, dass wir im März 2018 eine relativ hohe Sterblichkeitsspitze hatten, was diesen Vergleich etwas schwierig macht. Haben Sie sich damit mit den Durchschnittswerten der letzten Jahre mal befasst? Selbst wenn es nur so wäre, wie Sie es gerade schildern, wäre es ja trotzdem wahr, dass 2018 niemand, auch von Ihnen niemand, auch nur ansatzweise über einen Lockdown nachgedacht hat. Also da frage ich mich doch, wo die ganzen Moralisten 2018 waren und die all das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Toten, die durch den Lockdown kommen und kommen werden, alle negiert haben. Sie waren nicht da. Es ist ein menschheitsgeschichtlich einmaliges Experiment und dem Geist des ursprünglichen Infektionsschutzgesetzes völlig widersprechender Ansatz, die Mehrheit vor einer kleinen Minderheit zu schützen. Doch, das nicht, aber indem man die Mehrheit wegsperrt. Das ist nicht der Sinn des Infektionsschutzgesetzes, das ja uralt ist. Der Paragraph 5 wurde ja auch geändert im März hier im Haus. Ja gut, und die Übersterblichkeit, die wir tatsächlich im März hatten und die wahrscheinlich derzeit gerade auch wieder aufläuft, wurde im Sommer in Deutschland komplett abgebaut. Das habe ich auch prognostiziert, damals im März schon, im April spätestens, weil die Leute, und das hört sich jetzt ein bisschen unethisch an, ist es aber nicht, weil die Leute, die schon im März oder April gestorben sind, in aller Regel weit über 80-Jährige oder ohnehin also sehr multimorbide Menschen, dann eben im Sommer nicht auch nochmal sterben konnten. Sie sind nicht zweimal gestorben, damit ist die Statistik wieder runtergegangen. Es gab im September, Oktober keine Übersterblichkeit mehr, auch in 2020. Jetzt derzeit wird sie wieder aufgebaut und auch diese wird nach der Saison, also wahrscheinlich im April, Mai 21 wieder abgebaut werden. Das ist eigentlich mathematisch sicher, weil von den Jungen, eben die wirklich also viele Lebensjahre verlieren würden und nicht nur Lebenswochen, eigentlich kaum einer wirklich stirbt. Und das ist nun mal das, worauf wir achten müssen, die Schwerkranken und die Toten. Ja, mein Gott, Sterben gehört zum Leben. Es hört sich immer so hart an, diese Diskussion. Aber die Übersterblichkeit ist abgebaut worden im Sommer und sie wird auch in 21 wieder abgebaut werden. Das kann man aber heute noch nicht beweisen. Aber immerhin, für den Sommer kann man es schon beweisen. Noch eine Frage bitte. Zum Haushalt bitte. Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Sie sagen, dass die Hilfen bei den kleinen, bei den Mittelständlern und so weiter in irgendeiner Weise notwendig sind. Auf der anderen Seite kritisieren Sie, dass da zu viele Schulden jetzt gemacht werden. Sollte man die Hilfen jetzt reduzieren oder wie wäre da jetzt Ihre Alternative letztendlich? Gut, also es war klar, dass die Frage kommt. Sie ist auch berechtigt. Im Moment reicht das Geld gerade so, sage ich mal, um im 2020er Haushalt, das sind noch in 20 im Moment, im November und Dezember, die Hilfen auszuzahlen. Selbst das wird schon knapp, aber Olaf Scholz hat das Geld. Allerdings durch Verzögerungen im Ablauf werden viele Gelder erst im Januar oder Februar ausbezahlt von diesen November-Dezember-Hilfen. Ja gut, also das ist noch der 20er-Haushalt. Und ansonsten ab 21 gilt knallhart unser Diktum, ihr müsst den Lockdown beenden. Es ist die einzige Möglichkeit, haushalterisch, realwirtschaftlich aus diesem Schlamassel rauszukommen, wenn man es denn mit Staatsgeld zuschüttet. Also wirklich, wie ich gesagt habe, Geldschöpfung, Schulden, die Wertschöpfung ersetzen lässt, was absurd ist auf Dauer und in dieser Größenordnung, dann kommt man vielleicht noch bis zur Bundestagswahl. Es ist aber auf Dauer nicht möglich, das zu machen. Das heißt, das Heulen und Zähneklappern wird kommen. Irgendjemand wird diese Gelder zurückzahlen müssen. Und wir haben in unseren Ansätzen natürlich dann nicht unterstellt, dass der Lockdown noch bis September 2021 oder gar länger anhält. Auch nicht bis März, April, was schon sehr sicher ist. Wir haben das nicht unterstellt, weil wir fordern, dass er aufgehoben wird und dass nur die Alten und Risikogruppen geschützt werden und ja, die Ansteckenden natürlich abgesondert werden. Das ist der Sinn des ursprünglichen Quarantäne- und Infektionsschutzgesetzes. Da sind wir unbedingt dafür. Und die Spitzen in den Intensivstationen
können und müssen mit Geld und mit Aufrüstung an dieser Front behoben werden. Das heißt, Olaf Scholz könnte wirklich noch mehr Geld, wenn es nach uns geht, ginge in die Intensivstation setzen. Im Moment sinken die Intensivbetten, was auch absurd ist. Da wurde also auch seit März genau das nicht getan, was Spahn im März schon versprochen hatte. Wir machen eine Riesenaufrüstung der Intensivstationen. 10 Milliarden hat er damals dafür bekommen. Es ist keinerlei Effekt erkennbar. Statt 30.000 haben wir inzwischen noch 28.000 Intensivbetten. Es geht runter mitten in einer Pandemie. Und die Intensivstationen, die auch im Normalzustand schon mit 50-70% ausgelastet sind, sind halt derzeit zu 10% mehr, 15% mehr durch Corona-Patienten oder durch angebliche Corona-Patienten belegt. Das heißt, inzwischen sind wir im Durchschnitt wahrscheinlich bei 70-80%, was viel ist, und in lokalen Spitzen eben dann an den 100%. Das heißt, einzelne Regionen sind tatsächlich am Anschlag und da muss man was tun. An diesen Stellen, das ist das am besten investierte Geld, da amortisiert es sich, weil man an anderer Stelle Zehn und Dutzende und Hunderte Milliarden sparen kann. Fragen dazu noch, bitte? Ja, mich würde noch mal interessieren, was eigentlich die Alternativen, also Sie sagen, dass das Schützen der Risikogruppen, Sie haben da ja auch immer auf Schweden verwiesen, die sind mittlerweile auch in einer Art von Lockdown. Also wo ist denn das, wo funktioniert das eigentlich mit den Risikogruppen? Gibt es da eigentlich Beispiele? Also ich persönlich habe nie auf Schweden verwiesen. Insofern ist das wieder mal so eine Frage, etwas zu dementieren, was man dir gesagt hat. Aber ja, ich stehe dazu, dass wir im März schon gefordert haben, zu überprüfen. Das habe ich hier am 25. März im Bundestag gefordert, nach 4 Wochen überprüfen. Ende April wäre man weiter gewesen. Man hätte im Sommer erheblich weniger Maßnahmen gebraucht. Und die jetzigen, wie gesagt, sie müssen erstmal ihren Effekt belegen. Es ist nicht so, dass wir beweisen müssen, dass Schweden Unrecht hatte, sondern die Regierung muss beweisen, dass ihr Weg der richtige ist. Und es ist nicht so, dass Deutschland, speziell Bayern, besser dasteht als Schweden, obwohl sie einen harten Lockdown machen. Ich stelle die Frage nochmal anders. Sehen Sie irgendwo weltweit Beispiele, wo dieser Weg besser gelaufen ist mit dem Schützen der Risikogruppen? Oder wäre das einfach ein deutscher Sonderweg, den man ausprobieren muss? Ich sehe einfach nur, dass die Saisonalität knallhart vom Coronavirus eingehalten wird. Es ist klar jetzt schon, dass der Lockdown nichts bringen wird, dass die Fallzahlen hoch, aber nicht extrem werden im Winter. Sie werden vielleicht noch einen Tick steigen, aber nicht viel. Und sie werden im März mit absoluter naturgesetzlicher Sicherheit auch ohne Impfung fallen. Und dagegen ist kein Kraut dagegen gewachsen. Das wird so kommen und wir müssen nur die Spitzen managen und das Land wieder freilassen. Das ist der entscheidende Punkt. Alles andere ist Spekulation im Sinne von, unser Lockdown bringt etwas. Dieser Beleg fehlt uns aber. Noch Fragen, bitte? Jetzt wäre es nicht zum Haushalt, sondern weiter dann auch zu Corona. Wie bewerten Sie denn die Maßnahmen, die Bayern jetzt, also Markus Söder jetzt verkündet hat? Er macht die Schulen jetzt ganz zu. Kinder stecken sich in aller Regel nicht wirklich an. Es wird behauptet, sie seien die Überträger. Das ist aber nicht, selbst das ist wissenschaftlich nicht gesichert, dass die Überträger sind, praktisch ohne Symptome. Also bei den ganz kleinen Kindern gibt es auch nicht so viele, die wirklich Symptome entwickeln. Und ja, dann können sie auch nicht wirklich ansteckend sein. Das ist jedenfalls die herrschende Meinung. Es gibt andere Meinungen. Herr Lauterbach wird Ihnen an der Stelle was anderes erzählen. Aber also das ist sicher keine Maßnahme, die jetzt irgendwie die Infektionszahlen runterbringen wird. Trotzdem ist es jetzt verfügt worden. Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr hat er verfügt gestern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auch da, also ich weiß nicht, wer derzeit Partys feiert zwischen 21 und 5 Uhr morgens. Das wird also auch nicht viele Kontakte reduzieren. Es ist also auch eine reine Showmaßnahme. Und ja, Grenzschließungen, da kann man die Frage stellen, ob man die Grenzen wirklich schließen muss zu Regionen, die eigentlich ähnliche Infektionszahlen haben. Was bringt es denn, wenn man gegenseitig den Reiseverkehr unterbindet? Gut, okay, noch weniger Kontakte. Aber da gilt das, was ich jetzt schon zum dritten Mal sage. Es ist nicht erwiesen, dass die Lockdown-Maßnahmen überhaupt etwas bringen. Deshalb behaupte ich auch, die Verschärfung von Herrn Söder bringen nichts. Und wie gesagt, er hat einen hundsmiserablen Track-Record. Letzte Woche gab es in Bayern 474 angebliche Corona-Tote, über fast 20% des deutschen Anteils. Und das ist überproportional in Deutschland. Ich weiß nicht, warum Herr Söder den Mund so weit aufreißt. Es gehört ja noch dazu bei Söder, das noch als Ergänzung, dass er das macht, was wir von vornherein gefordert haben, Kranken- und Pflegeeinrichtungen besonders zu schützen. Auf die Idee kommt er jetzt, da sozusagen FFP2-Masken zu verordnen für das Personal und weitere besondere Schutzmaßnahmen. Weil eben, Peter Böhring hat es gerade gesagt, 474 Tote in Verbindung mit Corona in einer Woche in Bayern. Und jetzt kommt er damit, die Masken und andere Schutzmaßnahmen dazu ergreifen. Das ist fahrlässig gewesen, das sich von vornherein zu machen. Das wäre der Sinn gewesen. Die Infektionszahlen stabilisieren sich, die Toten gehen nach oben
mit oder an Corona, wie immer man das formuliert. Und da ist das, was die AfD von vornherein sagt, das jetzt am meisten drängende Problem, besondere Schutzmaßnahmen, kommt Söder jetzt damit um die Ecke. Die AfD ist die Partei, die es von vornherein gefordert hat. Noch Fragen dazu, bitte? Ja, ich würde einmal noch fragen, also es gibt ja doch auch Maßnahmen, die in anderen Ländern gezeigt haben, dass ein richtiger Lockdown zum Beispiel funktioniert. Wir sehen das in Frankreich. Das wäre für Sie aber keine Option, sondern man würde die Zahlen, also man könnte die Spitzen managen, wie Sie gesagt haben, wenn man es jetzt wieder öffnet. Ich bin jetzt kein Experte für Frankreich, aber ich glaube nicht, dass noch viel mehr getan wird, als das, was jetzt in Bayern gemacht wird. Und ich sehe auch noch keine sogenannte Entwarnung in Frankreich. Also auch die sind nicht im sinkenden Ast bis jetzt. Der Beleg fehlt weiterhin. Was ich auch noch zu den Totenzahlen sagen will, es ist inzwischen auch bekannt, dass fast 50% der Corona-Intensivpatienten, auch der Toten, keine Corona-Symptome hatten vor dem Ableben oder nach dem Ableben. Trotzdem werden sie erstmal als Verdachtsfälle mitgezählt. Das ist also, es wird statistisch schon hier auch dramatisiert. Die Regierung, das werfe ich auch der Regierung vor, dürfte hier auch nicht dramatisieren. Und sie dramatisiert ja dramatisch. Also sie macht ja genau das Gegenteil einer ruhigen Regierungsführung. Und ja. Bitte, Herr Steffen. Herr Büstel, sind Ihnen denn Aktivitäten bekannt, wo die Regierungen sich dagegen verwahrt haben, dass NGOs quasi an Ihnen vorbei oder möglicherweise gegen Ihre Interessen dort eben Bildungsarbeit im Ausland gemacht haben? Das würde mich zum einen interessieren, also ob da wie der Widerstand bekannt ist. Und das andere ist, ich sehe da auch eine Parallele zur Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit. Müsste man nicht, wenn jetzt quasi das Engagement von NGOs im Ausland zu hinterfragen ist, wie Sie sagen, müsste man dann nicht auch die Entwicklungszusammenarbeit abschaffen, weil die ja quasi auch durch NGOs ausgeführt wird und oft eben auch an den Strukturen der Regierungen vorbei, beziehungsweise auch deswegen, weil Regierungen oft nicht dazu in der Lage sind oder auch nicht willens sind, diese Maßnahmen dann in ihren Ländern zu ermöglichen und durchzuführen. Ja, Steffen, danke für die Frage. Wir haben das sogar so ein, zwei Beispiele aufgeführt. Ich würde hier nur eins rauspicken. Es ist ein muslimisches Land, in dem unsere Stiftungen Projekte betreiben oder mehrere muslimische Länder, wo die Stiftungen Gender-Projekte betreiben. Und das ist eine Ideologie, die natürlich komplett entgegen der Jahrhunderte oder sogar Jahrtausend angestammten Kultur entgegengesetzt sind und haben mit deutscher Außenpolitik nichts zu tun. Das ist eine reine ideologische Sache. Gut. Du hast noch eine Ergänzung, Peter? Ja. Eine technische und eine politische Ergänzung. Technisch, ich meine, dass euer Antrag, es ist ja euer, sogar, so wie Herr Steffen gesagt hat, auch das Entwicklungshilfeministerium betrifft. Es betrifft nicht nur das Auswärtige Amt, worüber Peter Bistron gerade gesprochen hat. Und bei beiden Ministerien ist es genau das Gleiche. Also unglaublich viele Projektlisten, alle unter VS, Verschlusssache, nur für Dienstgebrauch. Das ist auch nicht erklärbar bei Zehntausenden von Projekten. Da reden wir hier. Und zum politischen Stiftungen wollte ich noch sagen, auch das sind die Gelder aus Einzelplan 23 als Entwicklungszusammenarbeit und Auswärtiges Amt. Ohne jedes Stiftungsgesetz, was die AfD schon lange fordert, die AfD hat schon vor 2 Jahren zum ersten Mal, ich glaube 2018 zum ersten Mal, einen massiven Abwuchs dieser Gelder gefordert, um 70% oder 80%, ich meine 70%. Dazu stehen wir immer noch, das stellen wir jedes Jahr, diesen Antrag, weil das viel zu viel ist. Und das gilt auch für die sogenannten Globalfördermittel, die aus dem Innenetat kommen. Und auch da gilt das Gleiche, keinerlei Geldnachweise. Das ist also genau das Gleiche wie in den beiden Etats, von denen Peter Bistron gerade gesprochen hat, auch im Innenetat. Und es ist schon auch irgendwo ein Treppenwitz, dass jetzt gerade zum ersten Mal über ein Stiftungsgesetz diskutiert wird. 25 oder 30 oder sogar 40 Jahre, seitdem es diese Stiftungen gibt und bezuschusst werden aus dem Haushalt. Jetzt zum ersten Mal auch eine AfD-nahe Stiftung vielleicht irgendwann mal Gelder bekommt. Jetzt wird darüber nachgedacht. Jetzt machen wir aber endlich ein Stiftungsgesetz. Das werden Sie in den nächsten 12, 24 Monaten sehen, die Diskussion. Ich bin auch gespannt, was daraus kommt, weil seither ging es immer mit Mauschelei. Aber jetzt, wo es dann fast unumgänglich ist, dass auch die AfD-Stiftung etwas bekäme, da wird dann plötzlich alles auf neue gesetzliche Grundlagen gestellt. Insofern ist da was in Bewegung. Also Peter Bistron, da könnt ihr vielleicht dann auch mal mit aufgreifen, wenn das Stiftungsgesetz kommt.